Jo Freunde, wir haben einen neuen Saisonauftakt. Das Ganze heißt, ziehe dich innerhalb von 3 Sekunden nach dem Sprinten an einem Vorsprung hoch. Ich zeige euch mal kurz, wie das hier funktioniert. Gib wieder insgesamt hier 20.000 XP, die wir bekommen können. Und ja, falls das Video hilft, gerne Creator-Code iPlayTobi im Itemshop eintragen. Würde mich wirklich sehr, sehr freuen und supporten. Und wir starten direkt. Sucht euch am besten erstmal irgendwie einen Ort halt, wo irgendwie ein paar Gebäude sind oder sowas. Ich gehe jetzt einfach mal hier vorne runter bei der vornehmen Villa. Ihr könnt das überall machen, wo ihr nicht Bock drauf habt. Ich markiere mal eben, wo ich hier bin. Ich bin einfach hier oben bei der Villa. Ihr könnt es aber eigentlich an jedem anderen Ort auch machen. Wichtig ist, wir müssen erstmal sprinten und dafür müssen wir erstmal kurz laufen und dann den Sprint anlegen. Üblicherweise ist das auf dem Controller auf dem linken Stick. Wir machen das jetzt einfach mal linker Stick dann halten. So, und dann brauchen wir einen Vorsprung. Heißt, was heißt Vorsprung? Das zum Beispiel ist kein Vorsprung, weil hier können wir hochspringen. Vorsprung ist alles, wo wir nicht hochspringen können. Zum Beispiel dort vorne, dieses kleine Gebäude. Das wäre ein Vorsprung. Das ist nämlich nicht so hoch, dass man draufspringen kann, aber auch nicht zu krass hoch, dass man da gar nicht hochkommt. Deswegen, das wäre zum Beispiel ein Vorsprung. Ihr erkennt das Ganze daran, dass es dann hier so gelb leuchtet. So, ich gucke mal kurz, ob das gelb leuchtet oder auch nicht. Okay, es leuchtet, oder? Wartet mal, doch. Das ist ein Vorsprung, das kann man machen. Also immer, wo man sich hier so hochziehen kann, da kann man das machen. Dort hinten bei dem großen Gebäude oder beim Baum klappt es halt nicht, weil das ist einfach zu hoch. Ich kann es nochmal kurz austesten. Das wird hier nicht klappen bis da oben. So, einmal hochspringen, das klappt nicht. Hier wird es vielleicht klappen. Ja, hier klappt es auch. Also Vorsprung ist ungefähr diese, bis zu dieser Höhe hier, da könnt ihr es machen. Was wird es machen? Einfach laufen, dann sprinten, so, einmal kurz sprinten und dann innerhalb von 3 Sekunden einfach hier hoch, zack, halten und dann müsst ihr das Ganze eigentlich gezählt haben. So, ich guck mal kurz. Oder müssen wir das mehrfach machen? Innerhalb von 3 Sekunden nach dem Sprinten. Okay, warte, wir machen nochmal. Also wir sprinten jetzt. So, Sprint. Dann gehen wir direkt hin, ziehen uns hoch. Ah, okay, wir machen es also direkt. Das war, glaube ich, zu kurz. Dann einmal hier hoch. Dann mache ich das Ganze nochmal. Einmal kurz laufen, sprinten. Zack, hier anhalten, hochziehen. Zack, 2 von 3. Ihr seht es. Ziehe dich innerhalb von 3 Sekunden nach dem Sprinten an einem Vorsprung hoch. Und das Ganze mache ich jetzt nochmal einfach hier. Zack. Hochhalten und 20.000 EP abgesahnt. Also doch relativ easy, wenn man einmal weiß, wie das Ganze funktioniert. Und ich habe sogar Omni-Chips erhalten, sehr nice. Und ja, das auch zu diesem Auftrag, zu diesem Video. Wenn es euch gefallen und geholfen hat, vor allem gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Und bis zum nächsten Video, haut rein und ciao.